So, Ender's Game. Und bevor mich Leute an der Stelle fragen oder mich darauf hinweisen, warum hast du das nicht erwähnt, warum hast du es ausgelassen, werde ich mir das eben nicht nehmen lassen und darauf hinweisen, denn ich denke, es ist ein wichtiger Punkt, dass, ja, ich bin mir bewusst, der Autor der ursprünglichen Geschichte ist ein homophober Irrer. Ich bin mir dessen bewusst und es ist grundsätzlich eine Frage, die sich vermutlich jeder privat stellen sollte. Gucke ich mir jetzt einen Film an, der entsprechendes Gedankengut im Privaten, also diesem Autor, ich meine, es unterstützt ja nicht eine gesamte Organisation, sondern nur diesen Typen finanziell. Trotz alledem sollte ich das eventuell in einer, wenn auch für mich privat, kleinen finanziellen Form unterstützen. Ich bin für euer Entertainment an der Stelle zuständig und ich habe solche inneren Gedankenspiele schon öfters mal durchgemacht mit eben Filmen und sollte ich jetzt Tom Cruise unterstützen, weil er sein toll ist, whatever. In dem Fall ist euer Entertainment vorgegangen und ich möchte mich jetzt hier nicht aufspielen oder die Verantwortung von mir weisen. Es ist einfach ein Konflikt, den muss jeder bewältigen oder eine Lösung dafür finden. Ich bin jetzt nicht hier, um den Moralapostel zu spielen oder auch darüber dazu diskutieren, wo ich auch darauf hinweisen möchte, bitte nicht die Kommentare dazu zu verwenden. Denn es soll um den. Oh, ich meine, macht's, was ihr wollt, mir vollkommen wurscht. Der Punkt ist, ich wollte es adressieren und nicht unter den Teppich kehren. Aber ich werde jetzt keinen Diskurs darüber halten, sondern es geht jetzt um den Film. Um was geht's denn in dem Film? Für die Leute, die die Geschichte noch nicht kennen. Ich bin jetzt einer der Leute, ich weiß nicht, wie populär jetzt Ender's Game in Deutschland ist. Ich meine, in Amerika war es relativ populär und da kennt so gut wie jeder Zweite noch aus Kindertagen die Geschichte oder aus Jugendtagen. Was für ein Begriff. Der Punkt ist, ich denke, in Deutschland ist es bei weitem nicht so populär. Ich kannte die Geschichte zumindest aus Zusammenfassung schon vorher. Ganz kurz, was ist die Geschichte? Und ich möchte Leute, denen die Geschichte gefällt, nicht diskreditieren oder so, aber es ist einfach, was es ist. Es ist eine Masturbationsfantasie für desozialisierte Nerds. Es tut mir leid. Das ist wirklich alles, was es ist, bis aufs Ende, wo ich dann noch drauf eingehen werde, aber nichts spoilern werde. Der Punkt ist einfach, es geht darum, die Grundprämisse des Films, ohne jetzt auf die verschiedenen Plot-Elemente einzugehen, die auch überhaupt nicht wichtig sind, es geht halt darum, dass du ein militärisches Programm hast und Ender, die Hauptperson, wird halt diskreditiert von allen Seiten. Er ist der Drittgeborene und das ist anscheinend, wie jetzt in China, irgendwie verrufen. Wird nie erklärt im gesamten Film, aber oh, er ist ein Drittgeborener und das ist schlecht und er wird gemobbt in der Schule und wird ein Versager oder ein Betrüger genannt und dann wird er verkloppt, aber er wehrt sich und hat Schuldgefühle und der Punkt ist einfach, dass der Film oder die Geschichte allgemein, die es so porträtiert, schau dir all diese Psychopathen an, die auch wirklich nicht wie normale Menschen, sondern wirklich wie asoziale Psychopathen geschrieben sind, an, die mit ihren Muskeln spielen und ihr Hirn nicht benutzen. Aber mein Gott, schau dir diesen Hauptprotagonisten an, der wirklich schmächtig ist, aber der so einen Riesengrips hat und der am Ende alles schafft und den alle bewundern. Und es ist einfach nur widerlich. Es ist auf so vielen Ebenen widerlich und wirklich, wirklich creepy, wenn du weißt, was der Autor so privat für Gedankengut pflegt. Ja, das ist der Creep-Faktor wird dadurch noch um einiges unterstützt, muss ich sagen. Wie gesagt, das ist letzten Endes wirklich alles, was es ist. Es hämmert wirklich so extrem ein. Es ist so wichtig, dieser allen überlegene, sozial abgeschottete Einzelgänger zu sein. Und ich finde, erstens finde ich, ist es eine furchtbare Message. Zweitens ist es allgemein, finde ich, kein gutes Storytelling. Und drittens ist es halt auch wieder eine Herberge für so viele Tropen, die ich hasse, wie das unschuldige arme Opfer, obwohl es gar nicht so sehr mit dabei war, oder The Bully. Und es ist wirklich übel, sich da durchzuprügeln. Und ich muss mich da auch schon damals durchprügeln, als ich allein die Zusammenfassung der Geschichte gelesen habe. Es ist sogar im letzten Endkampf, und das ist kein Spoiler an der Stelle, keine Sorge, ich werde nichts spoilern, aber selbst im praktisch letzten Endkampf, also halt die finale Simulation, die sie praktisch abhalten, bevor sie dann den Planeten der Aliens angreifen, weil ich meine, wir wollen ja nicht alle unsere Schiffe praktisch gleich in einem echten Kampf opfern, sondern nach und nach lassen sie halt immer schwierigere Simulationen laufen. Und dann in der letzten Simulation entscheidet sich dann Ender unter der Prämisse,
dazu, dass es eben eine Simulation ist und wir können ja jetzt hier was riskieren, dass er dann praktisch sagt, wir haben hier dieses eine Mega-Superschiff, das praktisch einen ganzen Planeten rösten kann, wenn wir nah genug dran sind. Ja, wir haben noch diese 100 anderen Schiffe, aber die taugen nichts. Lass sie uns als mitschwebenden Schrott und praktisch als Schild missbrauchen. Tausende Menschen sterben, whatever, wenn wir das praktisch wirklich in der Realität umsetzen, den Plan. Aber what the fuck? Und weißt, hier, wir haben dieses eine Mega-Superschiff. Scheiß auf den Rest. Weißt, ich meine, ich muss ihnen wenigstens Kredit dafür geben, dass sie das durchgezogen haben, dieses Thema. Insofern okay. Aber wie gesagt, ich finde halt, es ist eine furchtbare Message und es ist so artifiziell und so manipulativ. Aber das ist nicht der Punkt, warum ihr in Ender's Game geht, oder? Für die Leute, die die Geschichte kennen, ihr geht's in Ender's Game für das Ende. Ihr geht's in Ender's Game wegen des Twists. Und ich werde nicht spoilern, aber wenn es eines gibt, für das Ender's Game alleinig berühmt wurde, ist es der Twist. Und allgemein war es jetzt allein der Geschichte halber redend, war es ein großartiger Twist. Es ist wirklich, finde ich persönlich, es wert, in die Annalen des Science Fiction mit aufgenommen zu werden. Wie gesagt, ich gebe nichts vorweg, aber ja, entgegen der eigentlichen Geschichte, die vor allem in Dialogschreibe und Charakterporträtierung wirklich Twilight-Level in Sachen Abartigkeit erreicht, ist wirklich dieses Ende der Hammer gewesen, damals in der Geschichte. So, und jetzt ist der Punkt, haben sie das gut umgesetzt im Film? Ja, sie haben es grandios umgesetzt. Das Ende war der absolute Hammer. Und das musst du dich erstmal trauen, so in einem Film umzusetzen. Es ist jetzt eine der kürzesten Kritiken, die ich je abgehandelt habe, weil es gibt wirklich nicht viel drüber zu sagen. Der Film ist unglaublich substanzlos. Wie gesagt, es gibt halt der Film besteht praktisch nur aus diesem letzten Teil und der Rest ist praktisch The fucking Hunger Games, aber es kommt niemand um. Das ist praktisch Ender's Game. Es ist praktisch die ersten 1,5 Stunden sind praktisch Harry Potter trifft auf The Hunger Games. Bloß haben alle beteiligten Personen irgendwelche sozialen Störungen. Und dann kommt das Ende. Und wie gesagt, das Ende, eines der besten Filmenden, das ich je gesehen habe. Muss ich ganz ehrlich zugeben, weil es war schon in der Geschichte so grandios. Der Punkt ist, ich mag den Film nicht. Ich mag ihn wirklich nicht. Ich finde, es ist eine grauenhafte Message. Wie gesagt, die Äußerungen, die der Autor privat tätigt und allgemein das Gedankengut, das er pflegt, ist mehr als fragwürdig. Mehr ist die Betonung an der Stelle. Und es ist wirklich wie als hätte Stephanie Meyers denn dieses Skript geschrieben. Die Dialoge sind wirklich, es ist, sie versuchen eine Form von Stereotype oder ich möchte gar nicht Archetyp sagen, aber eine Form von Stereotype zu probieren, damit du, weißt du, damit die Antagonisten als Block auftreten, als undefinierbare Masse, die sich dem Protagonisten entgegenstellt, aber wenn du diese Charaktere dann wirklich als einzelne Personen betrachtest, ist es erstaunlich, dass sie nicht in irgendeinem mentalen Hospital interniert sind. Also es ist erstaunlich, wie man so wenig Verständnis haben kann für Menschen. Es ist der Wahnsinn. Es ist wirklich der pure Wahnsinn. Also es ist Twilight Level in Sachen Dialogen, in Sachen Charakterausarbeitung. Aber Mann, dieses Ende war der Hammer. Und allgemein, obwohl ich grundsätzlich eine Antipathie gegen den Film habe, der Film kriegt zumindest 6 von 10 Punkten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich bereit bin, selbst ob meines Nichtmögens des Films, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich durchringen kann, ihm 7 von 10 Punkten zu geben, weil es war technisch gesehen wirklich ein guter Film. Und die Geschichte war zumindest okay. Der Film hat viele Probleme, er hat extrem viele Probleme im Establishing und einige Szenen hätten wir auf jeden Fall kürzen können. Aber ich würde argumentieren, es ist letzten Endes ein guter Film. Aber ich kann mich nicht ganz durchringen, ihm 7 von 10 Punkten zu geben. Er kriegt auf jeden Fall 6 von 10 Punkten. Und sofern ihr Ender's Game nicht kennt, würde ich euch empfehlen, den Film anzugucken, weil ich finde, Ender's Game
so sehr man auch nicht damit einverstanden ist, was porträtiert wird, ist es trotzdem, man sollte die Geschichte kennen. Also als Science-Fiction-Nerd oder Science-Fiction-Allgemein-Interessierter ist es trotzdem eine Geschichte, die sich irgendwo zurecht ihren Namen gemacht hat. Es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig für mich, weil der Film hat mir wirklich nicht gefallen, aber er ist technisch gesehen gut. Es ist echt ein Dilemma für mich. Dementsprechend zieht es euch raus, was ihr könnt. Ich habe jetzt noch keine Kritikerwertungen gelesen. Ich habe noch gar nichts von irgendwelchen auch Hobbykritikern gesehen, die ich gerne schaue. Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt wirklich meine ungefilterte Meinung jetzt an der Stelle mal. Ausnahmsweise. Weil normalerweise schaue ich immer vorher Kritiken und aha, das sind Leute, die eventuell das argumentativ vielleicht besser aufbereiten können als ich. Bin ich deren Meinung oder eben genau konträrer Meinung? Ich habe absolut keinen Point of Reference an der Stelle. Dementsprechend zieht es euch raus, was ihr könnt. Dann geht's nächste Woche weiter.